Hamburg hat gewählt. Wie geht es weiter? Darüber möchte ich mit dem Mann sprechen, der in den 80er Jahren SPD-Bürgermeister in Hamburg war. Guten Morgen, Klaus von Donani. Guten Morgen, Herr Weidmann. Olaf Scholz und Sie haben ja sicherlich vieles gemeinsam, aber auch dies, dass Sie beide nämlich jahrelang mit absoluter Mehrheit in Hamburg regieren konnten und Sie beide mussten dann Koalitionen eingehen. Wie finden Sie das, wenn Hamburg wieder rot-grün würde? Naja, ich war ja nicht der Einzige, der eine absolute Mehrheit hatte. Foscherau hatte das auch, Oder von Beust hatte das auch. Keiner von uns konnte sie verteidigen und auch Olaf Scholz konnte das nicht. Es ist auch sehr schwer, eine absolute Mehrheit zu verteidigen. Man muss sich also auf Koalition einrichten. Ja, aber das steht jetzt im Raum Rot-Grün in Hamburg. Da hat sich Olaf Scholz wohl festgelegt. Was halten Sie davon? Ja, er hat gesagt, die Grünen seien die Ersten, mit denen er sprechen würde. Und das wird er bestimmt auch einhalten. Ich selber, wie Sie vielleicht wissen, bin kein besonderer Freund von Rot-Grün, weil in meiner eigenen Partei gibt es natürlich einen nicht unerheblichen Flügel. Olaf Scholz ist auf der konservativ vernünftigen Seite. Aber es gibt einen Flügel, der etwas wirtschaftsferner ist. Und die Grünen sind das auch. Und wir geraten in Deutschland gegenwärtig in einen wachsenden internationalen Wettbewerb, auch übrigens im Hamburger Hafen. Das heißt, die ökonomischen, die Wirtschaftsfragen werden immer weiter in den Vordergrund dringen. Und da bin ich etwas skeptisch, ob eine rot-grüne Verbindung, zum Beispiel mit der Haltung der Grünen zum Ausbaggern der Elbe und so weiter, ob das eine wirklich positive Lösung sein kann. Aber das muss der Bürgermeister wissen, der einen glänzenden Erfolg gehabt hat und der ja auch eine exzellente Bilanz vorlegen konnte. Das wundert mich jetzt nicht, dass Sie sich eher für Rot-Gelb erwärmen könnten als für Rot-Grün. Sie galten mal als der Nadelstreifen-Sozi. Aber mit der Wirtschaftsferne und den Grünen ist das ja so. Das ist aber Unsinn. Ja, lange her, ist schon klar. Aber mit der Wirtschaftsferne. Mit den Nadelstreifen ist das wirklich Unsinn. Ja, bitte. Ja, nun machen Sie mal weiter. Ja. Also ich wollte ja eigentlich sagen, mit der Wirtschaftsferne ist das so eine Sache. Wir haben in Baden-Württemberg einen grünen Ministerpräsidenten und der ist ziemlich beliebt bei den Wirtschaftsunternehmen in Baden-Württemberg. Ja, das ist auch was anderes. Kretschmann ist da eine ungewöhnliche Ausnahme. Sie wissen auch, dass er auf den Grünen Parteitag anders gestimmt hat als die Mehrheit dort. Also wir werden sehen, was das hier bedeutet. Aber im Ganzen gesehen bin ich eher für eine Verbindung, wenn es möglich ist, der SPD mit den Liberalen. Das war immer so bei mir. Und dafür halte ich sehr viel von einer Verbindung der CDU mit den Grünen. Also man muss eben ein Gleichgewicht haben in der Politik und das scheint mir wichtig zu sein. Ja, es gibt ja auch eine lange Tradition von SPD und FDP in Hamburg. Worum müsste es denn jetzt vor allem gehen in Hamburg, Ihrer Meinung nach? Was ist das allerwichtigste Thema in Hamburg? Übrigens, es gibt natürlich diese Tradition, SPD und FDP nicht nur in Hamburg. Die gab es traditionell mit Willy Brandt, sehr erfolgreich auch in Bonn. Und insofern würde ich das also auch auf der Bundesebene nicht abschreiben. Ja, worauf kommt es denn entscheidend jetzt an? Es kommt darauf an, aus meiner Sicht, dass die wichtigen Fragen, die Olaf Scholz in den Vordergrund gestellt hat, wirklich realisiert werden können. Das gilt insbesondere für die Sicherung des Hafens. Aber es gibt für mich auch eine entscheidende Frage, ob es Hamburg gelingt, den Wissenschaftsschwerpunkt in unserer Stadt stärker auszubauen. Wir verlieren gegenwärtig gegenüber dem Süden. Unsere Universitäten in Hamburg halten nicht mit der Qualität im Süden der Republik. Und das halte ich für ein wachsendes Problem. Und deswegen habe ich ja mit dem früheren Finanzsenator von Ole von Beust, Herrn Peiner, und mit Herrn Mayer von den Grünen eine gemeinsame Erklärung vorbereitet und auch in der Öffentlichkeit diskutieren lassen über die Wissenschaftsmetropole Hamburg. Und ich halte das für das zentrale Problem für die zukünftigen Jahre. Also, das ginge auch mit den Grünen, habe ich Sie verstanden. Naja, das ging mit Herrn Mayer. Ob das mit den Grünen insgesamt geht, weiß ich nicht. Man wird das ja sehen. Und ich bin sicher, dass Scholz versuchen wird, so viel wie möglich auszuloten mit den Grünen. Vielleicht geht es ja. Aber im Ganzen gesehen bin ich da eben eher skeptisch. Aber ich bin ja nicht der Bürgermeister und der Olaf Scholz wird das schon richtig machen. Was wollten Sie eigentlich zum Thema Nadelstreifen-Sozi sagen?
Ja, wollte ich nur sagen, dass es immer Unsinn war und auch heute Unsinn geblieben ist. Ich habe nämlich nie Nadelstreifenanzüge getragen. Sehr gut. Sie haben mit Olaf Scholz noch etwas gemeinsam, nämlich, dass Sie beide als Minister in einer Bundesregierung tätig waren, bevor Sie in Hamburg Bürgermeister wurden. Also es gibt eine enge Verbindung der Politik, darauf will ich raus, im Bund und der Politik in Hamburg. Sie auch Helmut Schmidt und so weiter. Wäre es nicht gut für die SPD, wenn sich Olaf Scholz zukünftig noch mehr in die Bundes-SPD einbringt? Ich glaube, er tut das in großem Umfang. Er tut das wie alle seine Arbeit nicht mit großer öffentlicher Betonung, aber er ist in Berlin sehr präsent und ich glaube, er ist dort auch sehr wichtig. Übrigens ist natürlich auch interessant, dass damals, als er in Berlin Generalsekretär war und er da eigentlich mehr oder weniger vertrieben wurde und ich immer gesagt habe, das war der beste Generalsekretär, den wir haben konnten, dass sich jetzt zeigt, wie tüchtig er in diesen Fragen war, damals, als die Berliner SPD ihn dann wieder da verscheucht hat. Naja, meine Frage zielt ja darauf hin. Die SPD in Hamburg ist ja nun richtig erfolgreich, auch wenn sie jetzt die absolute Mehrheit verloren hat, aber egal, richtig erfolgreich. Und die Bundes-SPD ist richtig nicht erfolgreich. Also insofern wäre es doch vielleicht da logisch, dass Olaf Scholz sich mehr einbringt. Noch mehr, als er es bisher schon tut. Ja, er bringt sich ja ein, aber er ist ja jetzt gewählt zum Hamburger Bürgermeister. Nun lassen Sie ihn doch hier die zweite Legislaturperiode und seine Arbeit gut machen. Und wir sind doch froh, dass wir einen guten Bürgermeister erhalten haben und dass der Bürgermeister gezeigt hat, was er kann und dass ihm eine weitere Chance gegeben ist jetzt für die nächsten 5 Jahre. Also warum soll man ihn da nicht erstmal machen lassen? Was sich dann in Berlin ergibt, das wird man sehen. Übrigens ist Berlin und Hamburg natürlich auch nicht vergleichbar. Das war auch in der Vergangenheit nicht so. Und wir hatten auch auf der Bundesebene und auf der Landesebene unsere Tiefs und unsere Hochs. Könnte Scholz Kanzler? Er könnte es gewiss, aber ich glaube nicht, dass er das will. Er will ein guter Bürgermeister in Hamburg sein. Und lassen Sie ihn doch erstmal machen, was er gegenwärtig macht. Versuchen Sie ihn doch nicht schon wieder auf eine Ebene zu schieben, auf der er gegenwärtig nicht tätig ist. Wir lassen ihn und wir lassen Sie. Ganz herzlichen Dank, Klaus von Donani, ehemaliger Bürgermeister in Hamburg. Bleiben Sie gesund. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke sehr. Tschüss.